Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und wir sind bei einem neuen Crazy Testlabor und heute gibt es Patchwork für die Couch, nämlich englisches Paper Piecing. Das heißt so, weil dabei kleine Stoffstücke um Papierschablonen herum genäht werden. Die kann man dann zu ganz vielen unterschiedlichen Formen zusammenpuzzeln. Das wird mit der Hand genäht, ist also super entspannend, super chillig, macht wahnsinnig viel Spaß. Und wir testen dabei natürlich auch wieder ein paar Produkte. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, was es damit auf sich hat, dann bleibt dran und ich zeig's euch. So, ihr seht, ich habe wieder den Tisch voller Produkte. Wir brauchen vielleicht nicht alles davon, aber vieles davon wird euch das Leben wirklich leichter machen. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich euch natürlich alles. Als erstes, wenn wir nähen wollen, brauchen wir selbstverständlich Stoff. Ich habe hier die Prüm My Fabrics. Warum? Weil die schöne Bilder und schöne Muster haben. Deswegen Paper Piecing ist aber auch eine Methode, die super, super, super zum Stoffreste verarbeiten ist. Das sind hier so Taschenstoffreste. Die hebe ich immer auf. Genau für solche Sachen. Dann ist das Herzstück von jedem Paper Piecing, deswegen heißt das nämlich so, die Papierschablone. Ihr seht, die sind hier drin. Und dafür benutze ich Freezer Paper. Das habe ich euch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Und das benutze ich sehr, sehr gerne, vor allen Dingen hier. Man kann auch normales Papier nehmen. Warum ich das nicht so gerne mache, zeige ich euch. Alles lebt von der Schablone. Auch Schablonen für den Stoff brauchen wir. Und dafür habe ich hier so Kreativbogentransparent. Die Schablonen für den Stoff kann man sich auch ganz normal aus so Pappresten ausschneiden. Warum der hier Sinn macht, zeige ich euch selbstverständlich auch. Dann muss das Ganze geheftet werden. Dazu brauchen wir Nadeln. Und ich habe hier mal drei Nadeln und die Quiltersnadeln habe ich gerade. Hier sind die Quiltersnadeln. Was es da für Unterschiede gibt und warum, erkläre ich euch auch zum Zusammenheften. Das kann man sich auch ein bisschen eleganter machen. Gibt es auch diesen Aquafixierstift. Was der macht und wie der uns hilft, zeige ich euch auch. Und weil das alles mit der Hand genäht wird, sollte man die Fingerchen auch ein bisschen schützen. Und dafür gibt es die guten Fingerhüte. Die gibt es in ergonomisch, die gibt es natürlich auch ganz klassisch. Und da gibt es hier auch so einen Quilters Fingerschutz. Und welcher davon von beiden besser ist, gucken wir uns an. Die Dinger hier gibt es übrigens in unterschiedlichen Größen. Und dann gibt es auch noch so Nadelgreifer, wenn einem die Nadel flutscht. Das schauen wir uns an. Und dann gucken wir auch gleich, ob dieser kleine Birdie, den habe ich euch auch schon mal vorgestellt, ob der den Faden auch durch diese ganz feinen Nadeln einfädelt. So. Rollenschneider, ganz, ganz wichtig. Und Bügeleisen natürlich auch. Und wenn ihr das habt, legen wir direkt los. So, wie schon gesagt, ist Paper Piecing Patchwork für die Couch. Und dabei dreht sich alles um Schablonen, um die das drum genäht wird. Und damit macht das Ganze hier sehr, sehr gleichmäßig und passend. Und deswegen müssen diese Schablonen passen. Die Schablonen bestehen immer für den Stoffzuschnitt aus einer Außenschablone. Da, damit schneidet ihr sozusagen den Stoff zu. Und aus einer Innenschablone, die ist dann am Ende diese Endgröße. Hier seht ihr das, da habe ich ein Hexagon und da habe ich eine Honigwabe, so nennt sich dieses Muster. Und ihr seht, ne, die Endgröße ist ja auch das, was wir hier am Ende machen. Ist das, was innen liegt und wir brauchen halt natürlich, müssen wir auch den Stoff zuschneiden. Das heißt, wir brauchen am Ende auch zumindest eine Schablone für den Stoff, damit wir uns das zuschneiden können. Bei diesen Schablonen gibt es unterschiedliche Formen. Also ich habe hier einmal ein Hexagon, dann habe ich hier eine Honigwabe, dann habe ich hier den breiten Diamanten, so heißt der. Und ich mache mir die immer hier, ihr seht, in unterschiedliche Körbchen. Davon braucht ihr nämlich eine Menge. Die habe ich alle schon mal vorgeschnitten. Und dann gibt es auch noch das langgezogene, den langgezogenen Diamant. Was macht das Ganze jetzt so besonders? Wer puzzeln mag, der wird es lieben, denn
Wenn wir hier überall die gleiche Kantenlänge machen, seht ihr, was wir damit machen können? Dann kann ich nämlich diese ganzen Dinger hier aneinander puzzeln. Da. Und kann damit, ne, also ich kann hier mehrere Hexagons aneinander puzzeln. So, die passen halt alle aneinander. Ich kann aber auch zum Beispiel von dem hier drei so eine Dinger zusammenpuzzeln. Zwei nebeneinander und einmal quer. Dann habe ich, tada, auch ein Hexagon und kann die Sachen aneinander nähen. So, der Unterschied von der Raute zu der Raute ist einfach ein unterschiedlicher Winkel. Hier habe ich einen 60-Grad-Winkel. Das heißt, ich kriege in meinen Stern, ne, drei pro Seite hin, um eine Hälfte zu bilden. Also 6 in der Runde und von dem anderen, der hat einen 45-Grad-Winkel. Bei dem anderen mache ich das mit 8. Huch, das war ein größeres Stückchen. Da mache ich das mit 8 Teilen. So. Und damit wird natürlich der Stern entsprechend auch größer. Das Praktische ist, dass hier diese ganzen Winkel so gedacht sind, dass die ineinander passen. Das hier ist nämlich, das da, ist dann am Ende, wenn das hier immer 45 Grad sind, ist das ein 90 Grad Winkel. Da passt das zum Beispiel wieder rein. Hier passen aber auch alle Kanten aneinander und ich kann mir da wirklich ein ganz, ganz wunderbares Puzzlewerk an Sachen machen und ganz, ganz wundervolle Bilder zusammenpuzzeln. Und nicht nur aus neuen Stoffen, sondern eben auch aus Stoffresten. Und deswegen mag ich das so. Das Paper Piecing wird am Ende mit der Stoffvorlage, ne, kommt das Paper Piece drauf. So. Und dann wird das hier rumgeklappt und rumgenäht und dann werden die aneinander gesetzt. Wie wir das machen, dazu komme ich gleich. Erst zu den Schablonen. Warum mag ich Freezer Paper so gerne? Ich habe hier das Ganze schon zugeschnitten und zwar mit meinem Plotter, weil es halt einfach mit dem Plotter viel, viel schneller geht. Der rattert das einmal durch und dann kommt das da fertig raus. Wenn ihr das per Hand schneidet, habe ich euch auch Vorlagen vorbereitet, dann sieht das Ganze so aus. Wenn ihr das mit dem Stoff per Hand schneidet, dann legt ihr, ne, dann legt ihr das hier, ist sozusagen eure Stoffkante, eure Webkante. Und dann könnt ihr hier längliche Streifen schneiden, die ihr dann mit dem entsprechenden Winkel einmal immer wieder wegschneidet. Aber auch das habe ich mit dem Plotter vorbereitet. Der macht das nämlich an der Stelle super, super schnell und super easy. Und mit dem habe ich auch meinen Stoff geschnitten. Denn von dem Stoff, den habe ich hier vorbereitet, tada, brauchen wir ziemlich viel. Das ist schon die erste meditative Arbeit. Das kürzt man sehr, sehr gerne ab. So. Zu der Innenschablone brauchen wir aber auch die Außenschablone. Und da kann ich mir hier, das war ein alter Gutschein, den ich bekommen habe, der ist ein bisschen dicker. Damit kann ich das ziemlich gut zuschneiden. Aber das hat natürlich Nachteile. Also das geht auf so einem Stoff, geht das hier total super. Da ist nämlich total egal, wo das Hexagon liegt. Wenn ich jetzt aber hier meine Flamingos zum Beispiel in die Schablone rein haben will, dann kann ich das hier drauflegen und dann ist hier so, rate mal mit Rosenthal, wo das Ganze passt, genauso jetzt hier zum Beispiel, ne, mit meinem Stoffrest. Ihr seht, die Eule passt genau in ein Hexagon, das ist total super, aber das ist ja die Außenschablone und wenn ich die Eule komplett drauf haben will, dann kann ich gucken, ja, die passt auch in die Endgröße, aber tja, wie lege ich das jetzt? Wie positioniere ich das? Und deswegen sind diese Papier- oder Pappschablonen für durchgemusterte Stoffe und Unistoffe super gut machbar. Aber wenn es um Motivstoffe geht, dann machen sich einfach durchsichtige Schablonen deutlich besser. Und dafür nehmen wir einfach diesen Kreativbogen. Den kann man übrigens für mehrere Sachen nehmen. Das ist hier, ihr seht, einfach ein Stück Plastik, relativ stabil. So, und auf diesem Plastik setze ich jetzt einmal hier meine Hexagon-Schablone an. Dann nehme ich meine Papierschablone. Und jetzt bin ich halt auch ziemlich rabiat
und nehme einen Bleistift. Auch die kann man zum Beispiel mit dem Plotter schneiden. Dann wäre das sehr, sehr genau. Da ich hiervon wirklich nur eine brauche, mache ich das tatsächlich per Hand. Ja, und da habe ich die drauf. So, und dann müsst ihr ganz, ganz wichtig eine Papierschere nehmen. Das lässt sich auch ziemlich gut schneiden, das Zeug. Und dann einmal hier rundherum schneiden. So. Ihr seht, das kriegt man also ziemlich gut ausgeschnitten. Den packen wir direkt wieder weg. Kreativbogen, also eine sehr, sehr nützliche Sache, denn jetzt habe ich meine Schablone. Und jetzt kann ich die hier drauflegen und ich sehe, wo meine Eule ist praktischerweise. Und wenn ich jetzt hier das Ganze noch einmal in der Mitte, das würde ich dann am Ende mit einem Folienstift machen. Ich mache das jetzt mal hier schnell mit dem Bleistift. Wenn ich mir sozusagen hier meine Endschablone einmal draufzeichne. So. Ihr seht, da ist das ein bisschen schwer zu sehen, aber damit kann ich dann eben auch das ganze Ding so positionieren, dass ich meine Eule sehe. So, und wenn ich die Position gefunden habe, dann nehme ich meinen Kreidestift und dann kann ich hier mit dem Kreidestift einmal rundherum zeichnen. So. Für den gibt es übrigens auch unterschiedlich farbige Minen. Ne, und dann sehe ich hier meine Eule, die dann am Ende in der Mitte von meiner Wabe liegt. Und das möchte ich ja haben. Also, Kreativbogen, sehr nützliche Sache, genau für diese Sachen. Es sind übrigens nicht alle Formen für so große Muster geeignet. Ne? Ihr seht, das hat alles eine Kantenlänge, bei mir in dem Fall jetzt von 3 cm und passt alles gut zusammen. Aber die kleine Raute ist ein bisschen klein für die Eule. Wenn ich mir jetzt mal, wo ist meine, die da würde gehen. Also hier die langgezogenen, die Honigwabe zum Beispiel, die würde wiederum gehen. Da könnte ich auch eine Eule machen. Also von daher müsst ihr immer bei den Reststoffen ein bisschen gucken, welche Form ihr verwendet. So, wenn wir das Ganze haben und wenn ihr eure Stoffstücken habt, und wenn ihr eure Schablonen habt, dann geht es als allererstes ans Schablonenbeziehen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, Schablonenbeziehen, hier sind wir an dem Punkt angekommen, warum ich Freezer Paper so mag. Und zwar muss ich jetzt hier immer die Schablone in der Mitte vom Stoff, natürlich auf der linken Seite, müsst ihr ja gucken, wo die linke Seite ist. Das ist hier bei dem Grünen hier und bei dem Roten ist es da. Müsst ihr das in der Mitte positionieren. So. Und dann da erstmal ein bisschen fixieren. Und Freezer Paper hat eben eine Klebeseite. Und dann nehme ich einfach nur mein Bügeleisen und bügel das drüber und zack. Ist die Schablone hier drauf und fertig. Und das mache ich selbstverständlich dann mit allen Schablonen. Zack. Und bereite mir mein Paper Piecing auf die Art und Weise vor. Und damit geht das halt wirklich super schnell. So, mache meistens hier so zwei. Zack. Klebt, passt und hat Luft und damit, wenn wir jetzt hier, Freezer Paper lässt sich nämlich, wenn ich hier, die ist ein bisschen schief, mache ich das einfach wieder ab. Das lässt sich nämlich problemlos wieder ablösen und wiederverwenden. Das Schöne ist, dass wir bei dem Paper Piecing diese Schablonen wiederverwenden. So, klebe ich einmal an der Ecke an und mache sie wieder drauf. Und die dann fürs nächste Projekt direkt wieder benutzen können. Und ihr seht, es klebt wieder, ist alles tutti. So soll das sein. Wenn ich jetzt ganz normales Druckerpapier nehme, hier ohne irgendwas, dann muss ich das ja in der Mitte von meinem Stoff irgendwie anbringen.
und irgendwie fixieren. Das geht hier natürlich nicht, wie beim Freezer Paper. Da kann man jetzt beispielsweise eine Stecknadel nehmen und eine Stecknadel dran heften. Dann habe ich aber den Stoff zerstochen. Finde ich nicht so geil. Dann kann sich das hier auch immer so ein bisschen hin und her bewegen. Das ist also an der Stelle nicht der Burner. Deswegen bin ich ein sehr großer Freund von Freezer Paper. Wenn wir dieses Freezer Paper haben und wenn wir das auf allen unseren Dingern hier haben, das geht halt wirklich rucki-lecki, wie der Berliner so sagt. Na, hier einmal zack drauf. So. Diese Teile bereiten wir uns dann immer erstmal vor. Und wenn wir das haben, dann müssen wir die vorbereiten. Und beim Vorbereiten, zeige euch hier mal ein paar vorbereitete Stücke. Beim Vorbereiten werden die Nahtzugaben nach innen umgeklappt und fixiert. Das kann man jetzt mit Nadel und Faden machen. Ihr seht, ich habe hier so meine Paper Pieces in so einer kleinen Schale und in so einer kleinen Büchse nach Farben sortiert. So wie ich das gerne mag. Und jetzt werden die geheftet. Dafür habe ich einen Heftgarn. Ich nehme da immer eine Stickschere. Und hier ist übrigens auch ein Stoffclip drin. Ich habe immer einen großen und einen kleinen. Und dann brauche ich eine Nadel. Die habe ich hier draußen dran. So, und dann können wir jetzt auf zwei Arten diese Dinger fertig beziehen. Und zwar geht das einmal, und das zeige ich euch hier mal, mit dem Ding. Und dann seht ihr, warum ich jetzt hier nicht so ein riesen Fan von diesen Stoffschablonen bin, von diesen Papierschablonen, nur Papierschablonen bin. Denn ich muss das jetzt hier umknicken. So, direkt an die Kante von der Papierschablone, ja. Also wirklich schön an die Kante von der Papierschablone dran. So, da fange ich an und gehe jetzt hier reihum. Klapp mir das um. So, und ja, da fängt unser kleines Drama nämlich mit dieser Papierschablone schon an. Da mache ich jetzt einen Stich. Und hier unten machen wir einen Knoten, um das festzumachen. So. Ups, ja, da stört die Nadel. Und dann gehe ich hier sozusagen immer reihum und mache überall immer einen Stich. Und ihr seht, dass wenn diese Schablone hier so lose drin liegt, ist dieses genaue Arbeiten und genaues Arbeiten ist super wichtig. Ist dieses genaue Arbeiten an der Stelle echt eine super schwierige Kiste. Ihr könnt hier immer, ne, von unten nach oben nähen und dann sozusagen immer zweimal durch. Dann habt ihr da die Ecke fixiert. Das macht ihr auch immer nur mit den Ecken. Das reicht in der Regel aus. Immer schön falten und dann mit den Fingern die Ecken glatt streichen. Und dann hier wieder rum. So. Und auch hier die nächste. So, müssen wir aufpassen, dass wir da den Rest nicht. Einfacher macht ihr es euch, wenn ihr von oben nach unten stecht. Denn, so, stechen wir einmal ein. Dann habt ihr nämlich da die Drehung schon drin. Seht ihr, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, macht also so rum eindeutigerweise mehr Sinn. So, wenn wir hier rum sind, das machen wir nochmal fix fertig. Ups. So, dann ist hier unsere Schablone fertig. Da kommt jetzt noch der letzte Stich und da mache ich dann halt auch wieder einen Knoten rein. So. Und
So, dann kann ich das abschneiden. Den Faden trennt man in der Regel, trennt man den hinterher raus. Ich lasse den immer drin, dann ist das jetzt fertig. Dann kann ich jetzt hier auch meine Stecknadel rausnehmen. Aber ihr seht, das sieht halt ja ein bisschen uselig aus. Und das muss ich auf jeden Fall, wenn ich es bezogen habe, am Ende einmal bügeln. Damit hier die Kanten auch schön scharf sind. So, und damit das gut ist. Oh, ein Werner. So, also das wäre jetzt die erste Variante. Jetzt mal mein Freezer Paper. Ja, also ihr seht, das Papier klebt ja hier drauf. Wenn ich das jetzt hier da mit der Hand beziehe, dann mache ich das genauso. Ich fange hier bei diesen Dingern immer am flachen Winkel an. So, wo ist meine Nadel? Und ihr seht schon, ich schiebe das mit dem Fingernagel zu. Deswegen nehmen wir da Fingerhüte, aber dazu kommen wir gleich. So, jetzt hier das nächste rumklappen. Und dann haben wir hier so ein kleines Hundeöhrchen da oben. Das ist völlig okay. Das darf da auch bleiben. Das ist die Nahtzugabe, die da auf die Art und Weise rausguckt. So. Zack. Und hier wieder schön dran setzen. Und dann da die nächste Ecke. So. Immer so, dass wir sozusagen die Ecke fixieren, ne? Und dann geht hier nämlich das Hundeöhrchen in die andere Richtung. Wenn wir das umklappen, so, ne, es geht einmal nach rechts und einmal nach links. Also Schablonen beziehen ist der allererste Arbeitsschritt. So. Und davon bezieht ihr euch grundsätzlich immer erstmal eine Menge. So. Das kann man wegmachen, dann kann ich den Faden abschneiden. So, und jetzt seht ihr schon mal, dass das natürlich viel sauberer bezogen ist, weil einfach das Freezer Paper klebt. Es geht aber noch besser als hier die Variante, und zwar mit dem Aquafixierstift, den ich sehr, sehr mag an der Stelle. Das ist nämlich ein Klebestift. Die Mine kann man hier rausdrehen, da gibt es auch Ersatzminen für. So, und da schnappen wir uns mal das Rote. Und dann legen wir los. Hier, ich klebe übrigens immer mit der Kante, um Kleber zu sparen. Dann klappe ich die hier auch an der Papierkante. Das lässt sich sehr, sehr gut ertasten um. Und ihr seht, das klebt sofort. Und das ist auch fest. Und ich habe damit schöne, exakte Ecken. So. Nächste Kante. Zack. Nächste Kante. Ja, mal ein bisschen wenig Kleber genommen. So. Also zu doll sollte man auch nicht sparen. Und hier ist die letzte Kante. So, und die knicken wir dann um. So. Achtet dabei darauf, dass ihr wirklich immer gut an der Kante faltet. Denn die Kanten müssen stimmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die müssen ja am Ende hier alle aneinander passen. Und da ist ein Millimeter mehr oder weniger schon blöd. Aber zum Glück haben wir ja die Papierschablone da drin. Und die hilft uns, das richtig zu treffen. Und damit geht auch hier das Hundeöhrchen in die andere Richtung. Und ihr seht im Vergleich, ne, jetzt hierzu zu dem Nähen, wie schön exakt und wie schön scharf das bezogen ist. Und genau so soll das sein und genau so muss das auch sein. Den hier müsst ihr auch noch mal bügeln, damit der ist. So, und von diesen bezogenen Paper Pieces, die hier schon umgenäht sind, davon bereitet ihr jetzt ganz viele vor. Und dann guckt ihr weiter, wie die zusammengesetzt werden. So, und wenn wir ganz viele von diesen Dingern gemacht haben, dann geht's ans Muster zusammensetzen. Dafür gibt es super viele Muster online. Oder ihr setzt euch einfach hin und puzzelt, so wie ich. Ihr könnt zum Beispiel hier mit dem, das ist ja das, was ich euch vorbereitet habe, ne? Ihr könnt zum Beispiel hier mit den Rauten
einen Stern legen. So. Und dann legt ihr eine andersfarbige Raute, die passt nämlich da genau rein. Oben quer in die Ecken. Und dann kriegt ihr hier, ne, so einen Stern. So. Ihr könnt aber zum Beispiel auch, zeige ich euch noch was anderes, mit den Dingern könnt ihr auch so einen 3D-Effekt von diesen Tumbling Blocks setzen. Und zwar, wenn ihr immer zwei so und einen so aneinander setzt und dann hier den nächsten daneben, ach genau, andersrum. So, dann habt ihr einfach diesen, ja, Tumbling Blocks nennt man das, diesen Tumbling Blocks Effekt. Na, so muss er sein. So. Ne, das gibt so einen 3D-Effekt hier an der Stelle. Ihr müsst aber nicht nur immer eine Form mit einer Form kombinieren, sondern wenn ihr das so macht wie ich, ich zeige euch noch was anderes. Hier, ich habe hier zum Beispiel ein paar Elefanten von diesen verlängerten Dingern. Dann setze ich hier einfach einen Elefant so und den anderen so. Und da habe ich zwei Blümchen, da setzen wir hier die Blümchen rein. So, zack. Und dann setze ich hier in die Ecken die da rein. Ihr seht schon, was passiert. So, und dann kann ich hier weiter auffüllen mit weiteren Mustern. Das habe ich euch auch schon einmal vorbereitet. Sieht dann am Ende beispielsweise so aus. Kann man sich zusammenpuzzeln. Ihr müsst aber nicht nur immer eine Form mit einer Form zusammenpuzzeln, sondern zack, zack, zack. Ihr könnt auch unterschiedliche Formen zusammenpuzzeln. Ihr könnt euch jetzt beispielsweise hier so ein Hexi nehmen. Und da ja die Kanten alle aneinander passen, kann ich das hier machen. Zum Beispiel. Und ich kann dann hier zwei, oh, das passt farblich nicht ganz so. Dann setzen wir zwei Reise ran. So. Hier kann ich die einsetzen. So, vorausgesetzt natürlich, das passt farblich. Da kann ich mir jetzt hier, machen das einfach mal anders, wir nehmen mal hier die zwei dahin. So, dann sieht das schon viel besser aus. So, und dann sehe ich einen weißen hier, einen weißen dahin. Und zack und zack. Ne? Und dann kann ich an der Stelle immer weiter puzzeln und immer weiter rundherum puzzeln. Ich kann aber auch hier, ne, die Form da reinsetzen und dann hier ein Hexi hin. Und hier passt das nächste Hexi hin. Und dann setze ich hier wieder, na, der geht da nicht rein, so geht er rein. So geht er rein. So. Dann setze ich da wieder den nächsten rein. So, und damit könnt ihr euch also eure Muster zusammenpuzzeln, wie euch das gefällt. Und ich habe ja schon gesagt, dieses Puzzeln und dieses Muster zusammensetzen macht wahnsinnig viel Spaß. Es gibt auch ganz, ganz tolle Mustervorlagen online. Schaut euch dort einfach mal um. Und wenn ihr euer Muster gefunden habt, dann nähen wir das zusammen. Und das Nähen ist auch gar nicht schwer, aber weil wir alles mit der Hand nähen, empfehle ich euch A, Stoffclips und B, unbedingt Fingerhüte. Fingerhüte sind an der Stelle für mich tatsächlich ziemlich wichtig, denn diese kleinen Quiltnadeln sind scharf und dünn und das ist nicht so angenehm auf der Haut, da braucht man schon ordentlich Hornhaut für und ich will das auch nicht die ganze Zeit mit meinen Fingernägeln da reinrücken, auch wenn die manikürt sind. Deswegen Fingerhut, mein bester Freund beim Paper Piecing. So, und da testen wir gleich mal diese Nadelgreifer und hier diesen Quiltfingerschutz.
der interessiert mich ja. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir kurz über Nadeln reden. Das sind diese Quilternadeln, die kommen praktischerweise, ihr seht, die sind ziemlich klein und die sind halt auch entsprechend fein, haben die hier so ein Drehding. Aha. Schütteln wir ein bisschen, dann kommen sie. Aha, so funktioniert das und ihr seht, dass die ziemlich fein sind, weil wir müssen hier auch sehr, sehr feine Stiche machen. Und wenn wir uns das jetzt mal vergleichen, hier mit so einer, ne, so eine Nummer 3 Nadel ist schon scharf. Aber im Vergleich hierzu, ne, ist die schon ziemlich dick und ein ordentlicher Brummer. 5 bis 9, da kommen wir so in die richtige Richtung. Ne? Die 9er, das sind hier die kleinen, die scharfen. Das sind die, die wir wollen. Es gibt auch längere, also das hier sind... Die kurzen, da muss man gut aufpassen, dass man die greifen kann. So, dann brauchen wir noch Nähgarn. Ich nähe das Ganze übrigens mit einem Seidenfaden oder mit einem dünnen Nylonfaden. Schneidet den nicht zu lang ab, denn an der Stelle, der geht halt x-mal durch eure Sachen durch. Und dann ist das gar nicht so cool, wenn der zu dick ist, beziehungsweise zu lang ist. So. Hier ist mein Dings. Jetzt gucke ich mal, ob der Birdie hier durchgeht. Ne? Tut er? Ui, der geht durch. Ui, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das funktioniert aber echt gut. So, dann kann ich hier jetzt, ne, meinen Faden da drauflegen. Auf das Vögelchen, da ist so eine kleine Kerbe drin. Und dann sollte er das hier durchziehen. Tut er. Muss mal ein bisschen fummeln, aber für die Leute, die wie ich langsam Brille brauchen, ist das gar nicht so unwichtig. So, ich setze jetzt mal meinen Fingerhut auf, den hier. Und dann fangen wir an. Und ihr näht immer eine Seite an eine Seite und dann wird das rundherum gemacht. Ihr legt die also rechts aufeinander und dann guckt ihr wirklich, dass alle Ecken rundherum gut passen. Denn hier, wo wir nähen, nähen wir sowieso, aber die müssen rundherum gut passen und dann fixiert ihr euch das hier mit einem Stoffclip. Und dann könnt ihr, komm her Nadel, dann könnt ihr anfangen zu nähen. Und im Grunde genommen näht man immer von der Mitte nach außen. Die erste Naht mache ich immer von außen zur Mitte, weil ich dann gleich weiter nähen kann. Und dann geht ihr hier wirklich ganz, ganz fein durch die Ecke, ne? Genau durch die Ecke einmal durch. Und deswegen seht ihr jetzt, warum ihr feine Nadeln braucht und dünne Nadeln, wenn ihr nämlich so eine dicken Brummer habt, kommt ihr hier nicht durch die Ecken durch, weil die ja relativ dick sind. Und dann schiebe ich die, für meinen Teil, ich mit dem Mittelfinger, ihr vielleicht, also manchmal mache ich das auch mit dem Ringfinger, schiebt ihr die nach, hier hinten. So, mache ich mir gleich wieder ein kleines Knötchen. Ich habe das also schon so im Anschlag, dass die Nadel schon auf meinem Fingerhut drauf ist. Der hat hier so Löcher. Das heißt, da kann uns die Nadel auch nicht abhauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese normalen Fingerhüte immer Riffeln dran haben. So, und jetzt komm her. Und dann durch da. Und dann geht es wieder weiter. Und hier mache ich noch einen Knoten. So. Da habe ich die Nadel schon durch. So, und jetzt näht man das mit so überwendlichen Stichen. Das heißt, ich nähe, steche von hinten nach vorne in so, greife mir so 2, 3 von den Fädchen, schiebe die Nadel durch und ziehe das hier vorne fest. Greife mir wieder 2, 3 so Fädchen. Also guckt, dass ihr hier wirklich, das geht am Ende, geht das ganz fix. Steche so 2 mm ungefähr daneben ein. So. Und dann durch da und fix. Wenn ihr so viele Farben verwendet, verwendet ihr übrigens unifarbenes Garn. Also für kalte Farben nehme ich so kalt, weiß, grau und Co. Wenn ich warme Farben habe, nehme ich beige. Und auch mal ein Gelb und so weiter und so weiter. Ja, und dann geht es hier
fröhlich an der Seite lang bis zur Spitze hin. So, und wenn ich hier an der Spitze angekommen bin, da, so eine 3 cm Naht geht relativ schnell, dann mache ich hier wieder 2 Knoten. Warum? Ich für meinen Teil mache übrigens immer am Ende der Naht einen Knoten, damit sich, wenn ich hier so eine Naht habe und wenn ich mehrere nebeneinander habe, wenn sich da eine Naht löst, dann löst die sich dann komplett rundherum. Wenn ihr aber immer an den Ecken knotet, dann löst sich die Naht immer nur auf diesem kurzen Stück und auf 3 cm was zu flicken und im Matratzenstich neu zusammenzunähen, ist allemal halb so wild, als hier einmal rumnähen zu müssen. Deswegen an den Eckchen immer einen Knoten, ist ein kleiner Tipp von mir noch. So. Zack. So. Und dann können wir das jetzt aufmachen und dann können wir uns das Ganze aufklappen und tada! Durch diese Überwendlichstiche sieht man nichts. Und das passt ja auch schön zusammen und genau das wollen wir haben. So, jetzt noch schnappen wir uns für die nächste Naht mal das Ding hier und gucken uns das mal an. Ups. Zack. Und dann gucken wir uns auch gleich diese Nadelgreifer an. Aha, die sind wabbelig auf jeden Fall. Wabbelig, würde meine Mami sagen. Also man kann, ihr seht, man kann einen nehmen oder man kann auch zwei nehmen. Ist wahrscheinlich eher für dickere Nadeln gedacht, aber der hier, den würde ich genauso hier hinten aufsetzen. Okay, der ist dehnbar. Ja, klappt. So, jetzt setze ich hier das nächste Ding drauf. Ne? Und guck auch bei allen Ecken, ob das an allen Ecken passt. Klipper mir das wieder fest. So. Und guck, dass mir das beim Festklippern nicht verschoben ist, so wie jetzt. Na komm schon her. So, muss ja passen. Hier die Ecke ist wichtig, nicht die, wo wir nähen, sondern wirklich auch immer die gegenüberliegende Seite, ob dort alles passt. So, wenn ich das habe, dann geht's hier von der Spitze und dann mache ich hier wieder an der Spitze, stich ich zweimal ein. Aha. Und der ist da. Okay, der ist auf jeden Fall, der rutscht nicht so geil. Und ihr seht, das rutscht weg. Ist auf jeden Fall so gedacht, dass man das hier schon nehmen soll zum Nachschieben. Aber das wäre mir persönlich jetzt einfach zu glatt. Das nicht. Okay. Aber jetzt gucken wir uns mal die hier an. Quatsch, falscher Finger. So, okay. Die sind auf jeden Fall dick genug, dass sie drüber gehen. Ist für die dünne Nadel nicht so der Burner, aber für dicke Nadeln, wenn man so Espadrilles macht, ja, finde ich die Dinger gar nicht schlecht, weil da muss man ordentlich zuppeln und die Nadel, ihr seht, die klebt hier gut dran. Also ja, für dicke Nadeln, aber nicht für das. Ah, da ist er. So, ich nehme meinen Fingerhut, meinen geliebten Fingerhut. Der ist, der tut das, was er soll. Also da mag ich den ergonomischen auch kontra so einem ganz schnöden. Der gefällt mir an der Stelle gut. Und jetzt nähen wir wieder hier natürlich diese Naht lang. Ah, aber ich habe eine Idee für dieses gewählte Ding. Ihr seht, ne, ich komme hier, das kratzt ganz schön an meinem Fingernagel. Kriegen wir das, wenn das so schwibbi ist, kriegen wir das vielleicht hier als Fingerschoner. Ah. Okay, ist also für die andere Seite
Für die andere Seite finde ich den ja schon wieder. Ihr seht, ne, da muss man ja manchmal so ein bisschen hebeln und dann... Ich habe mir dabei auch schon mächtig gewaltig in den Finger gestochen. Also um jetzt die andere Seite zu schützen, finde ich den wiederum gar nicht so schlecht, weil da kann ich drauf gehen und hier ordentlich... Das ist gut, dass es wegleitet. Also ich würde den für den nehmen. Da gefällt er mir, um ehrlich zu sein, sogar ganz gut. Weil ich mir da immer auf meinen Fingernagel gestochen habe und den dann natürlich auch entsprechend verkratzt habe. Und hier mir auch schon ordentlich, ihr seht es, in den Finger gesäbelt habe. Gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal, was das Ding hier an der Stelle vielleicht auch für uns tut. Als Fingerschoner. Kann man machen. Ist natürlich okay, ich steche hier in das Gummi rein. Ja, da muss ich aufpassen. Also hier lande ich tatsächlich in dem Gummi drin und zerschnürksel mir das Gummi. Das ist an der Stelle nicht ganz so der Burner. Aber huch. Da habe ich meinen Faden verloren. So, aber gehen tut. Also der ist auf jeden Fall sehr angenehm zum Tragen. Aber ich glaube, ich mag das Ding an der Stelle. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir das klassisch eingefädelt kriegen. Na komm schon her. Nehmen wir doch den. So. Tja, da ist der eindeutig schneller. Also Birdie hat gewonnen an der Stelle. Ich glaube, ich mag den tatsächlich hier, ups, verkehrt rum, für meinen Daumen so ein bisschen. Ja, muss man ein bisschen drehen. Ist zwar zweckentfremdet, aber, wo nicht, hier nicht, an der Stelle gefällt mir das eigentlich so ganz gut. Na komm, hier. So, also wichtig ist nicht zu tief stechen. So, und am Ende wieder Knötchen. Also schön hier auf der Ecke Knötchen machen. So. Und jetzt seht ihr eins. Wenn ich jetzt aufklappe, habe ich das nächste Teil dran und habe jetzt hier schon den halben Stern. Jetzt ist aber mein Faden hier und ich muss hier weiter nähen. Ihr könnt jetzt das Ganze... abschneiden und neu ansetzen. Aber ich mache das dann an der Stelle immer so. Ups, komm her. Ich gehe hier mit ein paar, also auch nicht tief, auch wirklich an der Kante. Aber du gehst doch weg. So, mit ein paar gröberen Stichen sozusagen. So. Ab zur Spitze runter. So. Und dann habe ich hier unten den Faden wieder in Arbeitsposition, wenn ich angekommen bin. So, und dann kann ich natürlich das nächste Stückchen ansetzen. Und dann wird das nächste hier genauso eingesetzt und nach außen geklappt. Irgendwann kommt ihr am Ende an und dann klappt ihr das Ganze zur Hälfte zusammen und könnt das nähen. So. Die Dinger setzen wir jetzt hier oben ein für meinen Stern. Ne? Also für den Stern
setze ich jetzt die Sachen eben hier oben ein. Und wenn ich das mache, mache jetzt mal ausnahmsweise, ja, das geht jetzt schlecht, aber dann nähe ich zuerst, dann setze ich hier den Faden an, nähe zuerst diese Strecke nach unten und dann, wenn ich da angekommen bin, kann ich das hier aufklappen und dann klappe ich das hier wieder aufeinander. Dann knickt dieses Stückchen hier um. Da machen wir keinen richtigen Falz rein, aber wir lassen das an der Stelle mit nach unten knicken. Das macht das Freezer Paper mit, da passiert der Schablone nichts. Und nähen dann hier hoch. Und dann können wir das Ganze wirklich rundherum einnähen. Das ist nämlich das Praktische daran. So, und wenn ihr das dann habt, dann liegt es schön flach, dann könnt ihr das nochmal bügeln. Und dann auch zwischendrin könnt ihr alle Vorlagen, die ihr habt, ihr seht, ich habe hier auch eine genähte, alle Schablonen hier drin rausfummeln. Beim Nähen achtet ihr darauf, dass ihr nur durch die Kante stecht und nicht durch die Papierschablone. So, und dann kann ich hier drin am Ende, seht ihr, einfach aufklappen und mir mein Freezer Paper rausnehmen. Das klappt auch super auf, das geht da auch super raus, sofern ich da nicht durchgenäht habe. So, und auch hier bei dem, ne, also einfach aufklappen und die Schablönchen rausnehmen. Das macht ihr nur an den Stellen, wo jetzt sozusagen alle Kanten rundherum benäht sind und dann könnt ihr euch damit schon das Ganze fürs nächste Mal vorbereiten. Ihr seht da, wo der, wo ich geklebt habe, ist das ein bisschen schwieriger abzumachen, aber da gibt es einen einfachen Trick. Einmal rüber dämpfen mit dem Bügeleisen, ja, und mit Dampf. Der Kleber ist nämlich wasserlöslich, dann geht das, ihr seht es hier, super leicht ab und dann kriege ich die halt auch hier super leicht wieder raus. Und da Freezer Paper immer wieder erneut klebt, kann ich das jetzt in meine Box packen und fürs nächste Mal wieder verwenden. So, die Dinger sind schon draußen, die bleiben noch dran, weil ich das natürlich weiterverarbeiten möchte. Und wie kann ich das weiterverarbeiten? Ich kann jetzt hier mehrere davon aneinander setzen, zum Beispiel. Oder wenn ihr das Ganze nur ausprobieren wollt und ein kleines Projekt machen wollt, dann legt ihr die jetzt hier aufeinander. So. Und ihr seht, das passt alles wunderbar, weil ja alles die gleiche Größe hat. Das ist ja das Tolle. Dann näht ihr hier einmal rum bis auf eine Kante, die lasst ihr offen. Füllt das mit Füllwatte. Und dann habt ihr hier zum Beispiel ein Nadelkissen gemacht. Oder ihr könnt auch einen Stoff dagegen nähen von der anderen Seite und da einen Untersetzer draus machen. Oder wie gesagt, ihr setzt halt eben ganz, ganz viele zusammen, macht eine Decke draus, ein Kissen oder. Das ist auch schon die Einführung zum englischen Paperpiecing. Eurer Fantasie sind an der Stelle beim Paperpiecing natürlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Zwei, drei Beispiele habe ich euch ja hier schon im Film gegeben. Das soll es für heute gewesen sein. In den nächsten Wochen zeige ich euch hier und da und dort mal wieder ein paar Projekte, was ihr aus diesen Paperpiecing-Teilchen machen könnt. Und ich freue mich, wenn euch mein Video gefallen hat, ihr ein Däumchen nach oben da lässt und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.